Hallihallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich habe von der Goodie Box die Limited Edition mit den Eco-Ring Produkten. Und die möchte ich heute mit euch auspacken. Ein weißes Design mit grau-weißes Design mit Pünktchen, grauen Pünktchen drauf. Ganz leichte, die sieht man kaum. Und die packen wir zusammen aus. So sieht dann der Inhalt aus. Und bevor ich euch jetzt die Karte und den Inhalt zeige, lese ich euch mal vor, das Vorwort vor. E-Cooking bei Goodiebox. Wir haben es schon einmal gesagt und wir sagen es immer wieder. Frauen können alles tun, was sie sich in den Kopf setzen. Und diese Box ist der Beweis dafür. Denn E-Cooking begann in der Küche einer Frau mit genau einem Ziel: großartige und zugängliche Hautpflegeprodukte herzustellen. Und Halli-Julia, hat sie das geschafft? Unsere Hautpflegeroutine sollten wir als eine Pause zum Auftanken betrachten und nicht als nur eine weitere Sache auf unserer To-Do-Liste. Denn wir sollten uns nicht nur dann etwas Gutes tun, wenn wir endlich Zeit dafür finden, sondern schon morgens den Tag damit beginnen. Diese Box ist vollgepackt mit Produkten aus größtenteils organischen und natürlichen Inhaltsstoffen. Sie alle sind dafür gemacht, deine Hautpflege zu vereinfachen und sorgen dazu auch noch für ein gesundes und strahlendes Hautbild, ohne unnötigen Schnickschnack oder Krimskrams. Egal, ob du dir nun extra Zeit für deine Hautpflege gönnen möchtest oder später dran bist, kennen wir alle diese Produkte halten, was sie versprechen. Hip hip hurra, dein Goodiebox-Team. Mich juckt's. Egal. So. Dann ist hier eine Karte, da steht drauf: Self-Indulgence is also about how we start and end your day. Ich kann kein Englisch. Oder ich kann es nicht so gut. Ich kann nicht mit der Aussprache. Ich bin Pfälzer. So, dann hier ist das Leaflet. Fangen wir mit der Peelingmaske an. Das ist eine Full-Size-Größe in 50 Milli. Wenn man es aufmacht, 12 Monate haltbar. Das ist so ein Tiegel. Ist auch hier verschlossen. Und da ich gerade noch eine Peelmaske und eine andere Maske ausprobiere, bleibt die auch noch zu, nicht, dass die mir kaputt geht. Ich will die ja ausprobieren. Und in dem Leaflet steht, wie gesagt, eine Full-Size-Größe, kostet 39 Euro. Stolzer Preis. Und da steht: Manchmal brauchen wir alle einen Neuanfang und das gilt auch für deine Haut. Diese Peelingmaske verleiht deinem Gesicht einen absoluten Frische-Kick und ebenmäßigen Ton. Sie ist mit aktiven Wirkstoffen gefüllt, die abgestorbene Hautzellen entfernen und helfen, die Produktion neuer Zellen anzukurbeln. Aufgrund der aktiven Wirkstoffe ist es auch wichtig, die Maske wie in der beiliegenden Beschreibung anzuwenden. Und zwar, je nach deinem Hauttyp, verwendest du die Maske für 5 bis 10 Minuten, bevor du sie mit lauwarmem Wasser und deinem liebsten Reinigungsprodukten wieder entfernst. Vielleicht ja sogar dem Reinigungsgel aus dieser Box. Deine Haut könnte leicht gerötet sein, also nutze die Maske nicht unmittelbar, bevor du in die Sonne gehst. Und das Töpfchen kostet hier 39 Euro. Ja, dann machen wir weiter mit der Tagescreme. Die ist hier. Die hat, da steht da unten, 15 Milli und ist auch 12 Monate haltbar, wenn man sie aufmacht. Aber eine Tagescreme habe ich ja eh nicht. Muss ich erstmal rumdrehen, dass ich es auch richtig kriege. Die kostet 12 Euro und da steht: Wie Peanut Butter und Jelly oder Gin und Tonic gehören Reinigung und Feuchtigkeitspflege einfach zusammen. Das weißt du ja bestimmt schon längst, aber eine kleine Erinnerung kann nie schaden, oder? Die Tagescreme von eCooking pflegt dich den ganzen Tag und hilft auch, kleine Lachfalten zu verfeinern. Einfach morgens nach der Gesichtsreinigung auftragen und frisch in den Tag starten. Okay. Dann gehe ich immer mal rein, weil eine Tagescreme habe ich so nicht auf, habe die ganze Zeit eine Sonnencreme drauf gemacht. Achso, ich habe sie aufgemacht. Da ist so ein Deckel drauf.
Die riecht nach Creme. So drin. Nehmen wir mal ein bisschen vom Rand hier weg. Falls ihr was reflektieren seht in meiner Brille, entweder es ist da das Ringlicht oder das Handy. Ich filme nämlich mit dem Handy. Bin auch im Überlegen, das Ringlicht zurückzugeben, weil es so reflektiert. Die fühlt sich aber auch wirklich, die zieht auch schnell ein. Ich habe schon eine Tagescreme gehabt, die war richtig, also nicht gut. Die ist nicht schön eingezogen und hat, wie sagt man dazu? Als hätte Schweißperlen auf der Stirn und so, im Gesicht, im ganzen Gesicht. Aber die riecht gut. Wow, die riecht wirklich gut. Respekt. Wow. Und ich mag nicht jeden Duft. Die kleine, das kleine, das ist sogar, glaube ich, aus Glas, ne? Ja, Glas. Kostet 12 Euro die Tagescreme. Jetzt weiter mit dem Reinigungsgel. Von E-Cooking. Okay. Sieht aus, als wenn Bubble drin. Bubble, Bubble, Bubble drin. Sind 200 Milli. Fruchtextrakte, Öl. Auch 12 Monate haltbar. Okay. Das sieht einmal so aus. Wenn man es in der Kamera sieht, das sind so, ja, das sieht man es, glaube ich, so wie Luftblasen drin. Voll krass. Und auch hier so ein Klebeverschluss. Das ist auch eine Full-Size-Größe und kostet 27,50 Euro. Und da steht, wenn Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages ist, dann ist die Gesichtsreinigung ja wohl auch die wichtigste Facetime des Tages, oder? Okay, vielleicht übertreiben wir minimal, aber deine morgendliche und abendliche Gesichtsreinigung ist uns heilig. Daher ist dieses Reinigungsgel auch dein perfekter Begleiter, wenn es um einfache und effektive Hautpflege geht. Verarbeite das Gel einfach in deinen Händen zu einem Schaum und trage es morgens und abends auf dein Gesicht und Hals auf. Anschließend abspülen und fertig. Okay, dann bin ich dann mal gespannt. Aber die Bubbles sind, die Luftblase Bubbles, die sind interessant. Ja, ich bin ein verspieltes Kind. Ich habe auch die, die Beauty-Schwämme von Luvia Cosmetic in Zusammenarbeit mit Maxim Giacomo geholt und habe ich auch erstmal rumgespült, weil die sich verfärben, wenn es warm wird. Also nicht wundern. Ja, dann geht's weiter zu diesem schönen Teil. Das ist eine feuchtigkeitsspendende Maske. Aha. Auch wieder eine Maske. Das Grüne, ich weiß nicht, ob man das richtig sieht dann in der Kamera. Wenn man die Kamera scharf stellt. Okay, da sind drin 15 Milli, auch 12 Monate haltbar, wenn es offen ist. Die hat auch so einen Verschluss drauf. Oh. Scheint ölig zu sein, ja. Ui. Die riecht kräuterig. Die sieht so aus, ob man sie immer sieht. Ich mache mal ein bisschen auf die Finger. Bisschen. Kannst du dann wieder runter machen. Das sieht so aus. Lass dich gut auftragen. Okay. Oh, sehr kräuterig. Keine Ahnung, was da drin ist. Nicht gerade schlecht, aber. Weil ihr euch nicht dran gewöhnen könnt. Jetzt ist die Maske. Wir lassen die mal jetzt auf der Hand. Und da steht. Manchmal braucht unsere Haut eine zusätzliche Portion Feuchtigkeit und diese Feuchtigkeitsmaske ist genau das Richtige, um diese zu liefern. Und woher wissen wir das? Halte ich fest.
Sie enthält Sesam, Mandel- und Mandarinenöl, Gurkenwasser und Aloe Vera. Scheinbar das Gurkenwasser zu sein, wo sie riecht. Das ist ein Dreamteam bester Inhaltsstoffe, die helfen, die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen und das Feuchtigkeitsgleichgewicht in deiner Haut zu erhalten. Reinige dein Gesicht wie gewohnt, trage dann eine dünne Schicht der Maske auf und lass sie 10 Minuten lang einwirken. Du kannst sie auch über Nacht einwirken lassen und am nächsten Morgen mit ein paar kalten Spritzern Wasser abspülen. Danach einfach Lieblingsfeuchtigkeitscreme auftragen und fertig. Preis habe ich gar nicht gesagt. Die kostet 12 Euro. Okay. Was sind es dann die Gurke? Weil Sesam, Mandel, Mandarinenöl, Gurkenwasser, Aloe Vera. Aber ich rieche kein Mandel. Komisch. Obwohl, ich habe auch das Duschgel um als Geburtstagsgeschenk geholt. Denn jeder hat gerochen, dass es gut riecht und so frisch. Und ich habe gar nichts gerochen. Keine Ahnung warum. Aber ist schon mal gut. 12 Euro das kleine Ding. Und dann geht's weiter mit einem Muldibalm. Ein Muldibalm. So eine kleine Dose. Metalldose. Die. Blub. Hier steht 15 Milli, auch 12 Monate haltbar dann. Muldi. Lesen wir mal vor. Die kostet 7 Euro, die kleine Dose. Ha, der Muldibalm. Oder wie wir ihn nennen, der Wunderbalm. Er wirkt hervorragend bei trockenen Fersen, Händen, Nägel, Lippen oder eben an jeder spröden Stelle, die du dir vorstellen kannst. Und das liegt daran, dass der biologisches Arganöl, Shea-Butter und natürliches Vitamin E enthält. Handlich verpackt ist er perfekt für unterwegs. Einfach auftragen, wann immer du ihn brauchst. Okay. Ja, ist nicht so schlecht. Was habe ich jetzt gezeigt? Nochmal. Auf dem Finger so. Jetzt gucken wir mal. Eigentlich wollte ich. Ne, das mache ich heute eh nicht mehr. Andere Seite. Ohne feste Konsistenz, wenn man sie einreibt. Aber ich habe jetzt auch nicht viel gehabt, aber. Irgendwie rieche ich nur Kräuter. Keine Ahnung. Leichte Film noch, vielleicht richtig einreiben. Ja. Wenn man es richtig einreibt, ist die Haut ganz zart. Freue ich mich schon, das zu testen. Also die kleine Dose hier kostet 7 Euro. Der Muldibalm. Und zu guter Letzt ein Overnight-Fußcreme. Okay. Und zwar sind da drin, na, auch 12 Monate haltbar beim Öffnen. Und ich finde die Milliliter nicht. Ah, doch, da oben. 100 Milli. Die sieht so aus. Meine Füße creme ich jetzt nicht vor der Kamera ein. Also, Und da steht Overnight-Fußcreme, ist eine Full-Size-Größe für 33 Euro. Und da steht, wie sieht denn deine abendliche Routine aus? Gesicht waschen, Zähne putzen und Körper von Kopf bis Fuß eincremen. Dabei kommen deine Zehen oftmals zu kurz, stimmt's? Mit dieser Fußcreme für die Nacht versorgst du deine Füße mit der extra Portion Feuchtigkeit und pflegst sie in den Schlaf. Du wirst am nächsten Morgen mit den wohlweichsten Füßen aufwachen, denn die Milchsäure ist dafür bekannt, abgestorbene Hautzellen zu entfernen. Ein Traum. Einfach auftragen und über Nacht einwirken lassen. Psst. Funktioniert auch ganz hervorragend für geschmeidige und butterzarte Hände. So, also muss man das nicht unbedingt nur an die Füße verwenden.
Da steht jetzt auch Beauty Shortlist Award 2020 Gewinner. Okay. Aloe, Bach, Patenzi, Leafwasser, Aqua, Urea, Pantenol, klar. Leaf, oh, Menthol. Da muss ich aufpassen. Eukalyptus, Globulus. Na, gemerkt, Menthol und Eukalyptus verschgleich, aber okay. Die lasse ich aber noch zu. Ja, was hatten wir jetzt? Fußcreme, wo man auch für die Hände benutzen kann. Dann den Muldibalm. Dann das Cleansing Gel, Reinigungsgel. Dann die Feuchtigkeitsmaske. Dann die Tagescreme. Und zu guter Letzt noch das die Peelingmaske. Ich wollte gerade sagen Peelingcreme. Die Peelingmaske. Die Goodie Box, das war jetzt in Limited Edition. Für Mitglieder hatte sie 34,95 gekostet und für Nichtmitglieder 39,95. Ja. Ich gucke mal, ob man das nächste Mal hin, bevor alles runterpötzelt. Dass man vielleicht auch noch mal einen Blick reinwerfen kann. Also schöne Produkte dabei, da freue ich mich schon, sie zu testen. Und ich sage jetzt bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Video besser gesagt. Über einen Daumen nach oben werde ich mich freuen. Eventuell abonniert er mich sogar, das wäre echt super. Da würde ich mich freuen darüber und vergesst die Glocke nicht. Und ansonsten einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss.